habe dich gewarnt, Herr von uns. Ich habe dich gewarnt. Macht ihr heute Monstertag oder was? Ey, wie, wo was, ey? Angel? Was ist eine Angel? Kann man angeln? Ja, man kann angeln. Okay. Ach, jetzt wird sogar der Bogen angezeigt. Ach, das ist ja mal cool. Und habt ihr nicht gesagt, drei Stücke, drei Federn? Drei Fäden? User joined your channel. Hallo. Guten Abend, guten Tag. Für was ist denn die Uhr gut? Er kann dir eine Uhrzeit. Welche Uhr? Ja, da kann man eine Uhr craften. Ja, kann man Uhrzeit. Ja, kann man sehen, ob gute Nacht ist, auch in der Mine und so. Ah, okay. Der Kompass macht, dass du deinen Spawn siehst. Also in welche Richtung dein Spawn ist. Und Feuerzeug? Da kannst du was abfackeln. Wie, was abfackeln? Oder TNT anzünden. Also du kannst dir aus einem Feuerzeug ein Nether-Portal machen. Nicht zu empfehlen. Mach ganz kurze Dauer. Ne, dann lass es bleiben. Ja, tu mir den. Der Nether ist nicht so für unerfahrene Schlacht, gell? Ach, hör auf, ey. Der Zombie schaut mich hier einmal an und ich fall tot um. Also, hey, die mach ich doch mit links. Ja, na klar. Mit deinen Augenzwinkern, wa? Ja, genau. Hi, Zombie. Hier, hallo. Hier, der Creeper fällt vorhin hier irgendwie so in den Schacht runter und ich hab bloß noch gekreischt. Die haben sich alle hier totgelacht im Stream. Dann hat er mich einfach hier weggemacht. Die Dominos. Ding, 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 mich kaputt. Ja. Ich, vor allen Dingen, ich bin da vorhin runter und hab Diamanten gesucht. Hey, meinst du, ich hätte einen Diamanten gefunden? Nee, aber den Creeper habe ich gefunden. Michael, da musst du ganz weit runter. Ja, ich bin ganz weit unten. Hallo. Auf Höhe 12 Ja, ich bin auf 12. Ja, woher willst du das wissen? Du weil ich auf 12 bin, weil ich da schon nachgeschaut hab. Das wurde mir schon erklärt. Ich bin aber hier 12, 11. Was ist das? 12, 11. Oh, du verfressene Eule! Das ist meine Wurst! Nee, ich möchte auch eine Wurst. Du frisst mir die ganze Zeit die Haare vom Kopf. Ja, das ist ja deine Tochter. Was erwartest du, Ella? Nimmst du die Finger davon? Eine Haarspange. Da ist eine Haarspange, ja, aber was willst du jetzt mit der Haarspange? Da, frisch rein in deine Wohlrübe. Was? Eine Haarspange? Oh. Kann man essen? Hä? Nein. Was habt ihr denn hier für Essensgepflogenheiten? Oh. Bitte bloß neidisch. Nee. Ich gehe lieber wieder raus aus meinem Bunker. Hab dich auch lieb, Micha. Ich merk das schon. Mhm. Hey, vor allen Dingen, hey, wie kommt die blöde fucking Spinne hier vorhin in meinen Raum hier rein? Ich wusste, dass du da rein willst. Du wusstest. Naja, ich glaub's auch, ja. Ich glaube, ich hat schon drauf gewartet, damit sie mich schnabulieren kann. Da war aber nichts mit schnabulieren, da war klatsch, klatsch, einer auf der Rübe. Ja. Ja, hier Redstone habe ich schon haufenweise gefunden, aber Diamanten noch kein einziger. Ja, hätten Server mein Sonnenscheinchen, würde ich dir helfen. Das endet dann auch noch im Desaster. What the hell? Du bleib bitte blöd im Schädel, mein Freund. Na, warte. Na, komm du mir mal nach Hause, gell? Genau, dann warte ich aber mit der extra großen Bratpfanne auf dich, du. Aua, ich hab's befürchtet, dass du sowas sagst. Irgendwie konnte ich doch den Weizen verarbeiten. Wo war denn das nochmal? Ja, kannst du, da geh ich an die Werkbank und machst Brot draus. Ja, genau, da war was.
So, dann besorgst du die Eier, eine Pfanne und dann machst du Mayonnaise. Ne, da brauchst du Glas bei der Mayonnaise. Dann kannst du dir Salat noch. Oh, ich habe jetzt mal zwei Brote. Hahaha. Bin ich nicht gut. Hä? Bist du denn mit Brot? Was will? Goldener Apfel? Hä? Was wie goldener Apfel? Ja. Ja, das ist, Micha, das ist ein Zauberobjekt. Okay. Wenn ich jetzt richtig lieg. Eisengitter. Okay. Wo ist unser Experte? Für was braucht man eigentlich ein Boot? Du kannst dir Sandwich draus machen aus Brot. Nee, aus Bo Boot. Nee, Brot. Boot! Boot Also kannst du auf dem See rumschippern. ich glaube nämlich, dass das Boot nämlich im Magen schlecht liegen würde. Ja, wenn du gut verdauen kannst, dann liegt das nicht schlecht. Na prima. Für was ist denn der Spender eigentlich? Was für ein Spender? Der nennt sich Spender. Keine Ahnung, der hat so ein komisches Gesicht drauf. Ein Spender kann, glaube ich, Oh, ich glaube, Schatzi, was war denn das mit dem Spender? Spender, da konntest du doch Kanonen und sowas absegeln, oder? Ja, nicht was? Oder Kolben, für was ist denn das? Was, wo? Kolben, keine Ahnung. Ja, du, ich habe auch noch nie alles ausprobiert. Wenn ich gebaut habe, dann habe ich meistens immer nach Anleitung gebaut, also sprich nach Vorlage. Da gibt's ja bei YouTube einige Tutorials, weißt du? Kannst du die wunderschöne Kathedralen bauen und hast du nicht gesehen, weißt du? Nach dem Motto arbeite ich bei Also Minecraft. alles gecheatet. Nee, nicht gecheatet, selber gecraftet und dann verarbeitet. Okay. Ich baue mir jetzt einfach mal so einen Spender. Keine Ahnung, für was er ist. Ich will das jetzt Das wissen. ist defin das ist irgendwas elektrisches. So eine Art Elektronik. Keine Ahnung, werden wir jetzt gleich sehen. Ich stelle jetzt gleich mal auf. Stellen wir den hin? Spender, keine Ahnung. Immer. Kann ich da was reintun? Weil ich hatte nämlich damals mit dem Dirk Keine Ahnung. Feuerwerk hergestellt damit, ne? Und dann konnte der Feuerwerkskörper rausballern damit. Okay. Irgendeinen Stream, der eine Ahnung hat, was der Spender macht, kann, würde, täte, tun. Was ich google einfach mal für dich. Ja, ich nehme mal unseren Freund Google. Minecraft. Ja, und Kolben kannst dann auch gleich mal gucken, was das ist. SpenderInnen erhalten sehr einen Werfer, doch sie verschießen keine Gegenstände, sondern droppen sie. Das Menü. Warte. Das Menü. Hallo, wo steht denn jetzt gerade? Moment. Das Menü des Spenders kann per Rechtsklick geöffnet und gefüllt werden. Sie werden durch Redstone-Signal ausgelöst. Weiß, wenn du Eigenschaften. Ebenso wirft der. Kannst du jetzt mal bitte Papalapap Klappe halten? Danke, mein Schatz. Ein Teppich, ja. Ebenso wie der Werfer wird der Spender die Ge wirft der Gegenstände zwei bis vier Blöcke weit. Dabei werden allerdings die Gegenstände, die ein Werfer schießen würde, als Gegenstand ausgeworfen. Pfeile, Schneebälle, Eier, Wurftränke, Sporeneier, Knochenmehl und Erfahrungsfläschchen. Gefüllte Eimer werden statt entleert ebenfalls als Gegenstände ausgeworfen. Boote und Loren werden nicht beim Werfer auf Wasser bzw. Schienen gesetzt.
sondern als Gegenstand getroffen. Ein weiterer Unterschied zum Werfer ist, dass ein Spender sich vor befindliche Blöcke mit Inventar befüllen kann. Der Spender kann in alle Richtungen ausgerichtet werden. Da Spender nach oben gerichtet werden können, kann man ihnen Drop-Aufzüge realisieren. Spender können Öfen von oben und von der Seite befüllen wie Trichter, aber nicht von unten. Man außerhalb des Spenders die Taste Shift, kann man einen Block an oder auf dem Spender platzieren, ohne dass das Inventar zu öffnen. Okay. Also, das heißt so ein Spawn, so ein Drop-Teil. Voll kompliziert erklärt. Ja, ich stehe hier nur da und verstehe Bahnhof. Bahnhof. Nein, ich habe das bei Minecraft Wikipedia so durchgelesen. Der Grill, der lacht sich hier. Der lacht dich gerade aus, Ella. Der lacht dich aus. Ja, was ist das jetzt für ein Rotz? Wenn du schon so lachst, dann musst du es ja wissen. Weiß ich auch. Ja, für was ist der jetzt gut? Dass der Items droppen kann einfach. Wie Items? Wie Items droppen? Also wenn du einen Knopf machst, den da dran geben, dann kannst du den drücken und dann bekommst du das Item, was drin liegt. Okay. Also nicht wirklich was Interessantes. Nee. Du willst was haben? Cola. Was willst du mit Cola? Cola. Ja, Cola ist schwarz, sehe ich. Cola. Cola. Was willst du mit Cola? Wer hätte gedacht? Und man will Cola trinken, ist gar nicht gut. Ach. Gut. Schmeckt vielleicht gut. Okay, ich kann dazu nicht sagen. Ich habe schon über 6 Flaschen Cola ausgetrunken. Heute? Oder was? Sehe noch heute. Aua, sag mal, hast du eine an der Waffe, du dämliche Eule? Oh, nee, jetzt gibt's keine Cola, du hast schon eine Meise. Ich hab dir schon mal gesagt, was auf meinem Tisch liegt, gehört mir. Jetzt. Jetzt geht's los. Moment, ich muss erstmal die Zettelgardine aus meinem Gesicht entfernen. Alter, knallt mir erstmal die Haarbürste in die Fresse. Und dann noch Belohnung haben wollen, Cola. Du machst es schon, Ella. Ja. Leicht litiert dann, nicht wahr? Also wir, was gibt's als Belohnung? Gar nicht. So, jetzt trinke ich die Cola alleine. Oh ja, das ist eine tierische Belohnung. Micha. Was sind eine Schaufel? Achso, ich habe eine Schaufel. So, klebrige Kolben können natürlich generiert in Dschungeltempeln vor. Okay, die kommen dem Dschungel vor. Kolben werden durch. Du machst mal einen Kolben und gibst Schleim drauf. Gerne kannst du das auch besser und den Schleim mit der Decke. Was ist das denn für ein. Was ist denn für ein Scheiß? Was ist denn das für eine
Kolben werden durch Redstone-Signale gesteuert. Ist mir schon klar.